Der 13. Spieltag in der Bundesliga. Wem bringt der Glück? Wer kann sich boostern und wer hat Probleme? Das werden wir jetzt nochmal sofort besprechen mit unserem Experten, mit Marcel Niesner. Herzlich willkommen bei Beidfüßig die Bundesliga. Herzlich willkommen, Marcel. Guten Morgen, Carsten. Wie läuft die Sache? Soweit alles gut. Ich glaube, der letzte Bundesligaspieltag war ordentlich. 4 von 9. Eins davon war ja noch Einsatz zurück. Das heißt, draw no bet. Das heißt, ich hatte tatsächlich weniger falsch, als dass ich richtig hatte. Macht ja nichts. Dafür machst du jetzt eine richtig gute Runde. Fangen wir an mit dem Spiel, was am Sonntag ansteht. RB Leipzig gegen Leverkusen. RB Leipzig, die kommen überhaupt nicht richtig in die Puschen, habe ich den Eindruck. Zumindest zu Hause kommen sie aber sehr, sehr gut in die Puschen, weil 15 ihrer 18 Punkte haben sie zu Hause geholt. 20 ihrer 23 Tore haben sie zu Hause geschossen. Das heißt, da kann man schon von einer klaren Diskrepanz sprechen zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen. Ich denke, das wird ihnen auch am Sonntag wieder zum Vorteil werden, ja, dass sie quasi sehr, sehr heimstark sind. Leverkusen, ja, sie haben jetzt wieder gewonnen, hatten davor aber auch so eine Phase, wo es nicht so rund lief. Das heißt, für mich sind sie immer noch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Wundertüte, aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die nicht konstant ihre Leistung abrufen kann. Vielleicht liegt es daran, dass es die jüngste Bundesligamannschaft ist, die diesmal aber gegen die drittjüngste spielt. Die Leipziger sind im Schnitt tatsächlich die drittjüngste Mannschaft. Mit aber, Sicherheit ein Faktor, Marcel. Ja, würde ich auch sagen. Das ist ein Faktor, da hast du recht. Ja, das Alter spielt eine Rolle, gerade wenn es, wie ich gesagt habe, um die Konstanz geht. Aber wie du sagst, Leipzig, es läuft nicht so und trotzdem sage ich hier beim Spiel Leipzig gegen Leverkusen zu einer Quote von 1,91, dass Leipzig das Heimspiel eben aufgrund dieser genannten Heimstärke gegen Leverkusen gewinnen wird. Das ist deine Meinung. Jetzt holen wir uns nochmal vertiefende Erkenntnisse bei Guido Schäfer, der ist Journalist bei der Leipziger Zeitung und bei der Leipziger Volkszeitung, um es konkret zu sagen, und ist gerade mit der Mannschaft unterwegs, also ganz nah dran. So, ich freue mich jetzt auf Guido Schäfer, Journalist, Kollege, der auch mal Profi war, nämlich bei Mainz 05 unter anderem. Jetzt aber in Brügge, nämlich für die Leipziger Volkszeitung. Denn in Brügge spielt ja der RB Leipzig. Aber wir gehen schon mal Richtung Wochenende, Guido. Hallo? Ja, guten Morgen. Du bist ganz nah dran an der Mannschaft. Du bist in Brügge. Wie sieht es da aus gerade? Ja, die Lage ist ernst, muss man sagen. Es läuft nicht richtig rund in dieser Saison. Jetzt kommen noch Corona-Fälle dazu. Jesse Marsch ist nicht mit in Brügge. Er wird ersetzt von Achim Beierlorzer und auch Peter Gulaschi ist Corona-bedingt in Leipzig geblieben. Also wenn es mal nicht so gut läuft, kommen solche Dinge natürlich auch noch zueinander. Insofern, in Brügge ist schon ganz wichtig, auch natürlich mit Blick auf Leverkusen. Wenn man in Brügge jetzt 3-4-0 verliert, dann wird das eine ganz haarige Geschichte für RB Leipzig, gerade dann gegen diese starken Spiele aus Leverkusen. Aber wo siehst du denn die Gründe für diese bislang so enttäuschende Saison? Naja, also die Spieler von RB Leipzig waren erstmal im Sommer total begeistert vom neuen Trainer, vom neuen Style, vom Training, das nicht ganz so kompliziert ist und war wie unter Julian Nagelsmann. Und dann war der Tenor, für so einen Trainer geht man durchs Feuer. Und als dann die ersten Flammen kamen, ist eben keiner mehr durchs Feuer gegangen. Also das Miteinander zwischen Mannschaft und Trainer, das hat lange Zeit überhaupt nicht funktioniert. Die Abstände der Mannschaftsteile, ich werde jetzt mal ein wenig fachspezifisch, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen hat überhaupt nicht gestimmt. Die Balance zwischen Offensive und Defensive hat nicht hingehauen und dann hat die Mannschaft wohl mit Jesse gesprochen und hat gesagt, pass mal auf, das ist ja alles schön und gut mit dieser alten RB-DNA, wir greifen an und so weiter, Balljagd, aber wir möchten gerne auch ein bisschen die Dinge, die wir unter Nagelsmann gelernt haben, beibehalten, Ballbesitz. Und dann bei dem Spiel gegen Dortmund, bei dem 2-1-Sieg, da sah das alles wunderbar aus, wie aus einem Guss. Und da habe ich auch gedacht, naja, vielleicht ist jetzt zusammengewachsen, was zusammengehört. Aber Hoffenheim, muss sagen, das war dann ein Desaster und das wirft große Fragen auf. Danke für diese wirklich, vor allen Dingen tiefer gehenden Analysen.
Wenn wir jetzt nochmal schnell Richtung Leverkusen gehen, erklär uns das Spiel am Sonntag. In Leipzig wird da nichts zu holen sein. Leipzig ist sehr, sehr heimstark. Ein Problem ist natürlich, dass keine Fans da sein dürfen. Und das grenzt dann, wenn das so weitergehen würde, auch an Wettbewerbsverzerrung, dass eben in Sachsen ein Ausschluss der Öffentlichkeit Fußball gespielt werden muss und anderswo dann mit Fans. Das macht natürlich etwas mit einer Mannschaft, mit den Spielern. Aber wir Sachsen sind selbst dran schuld. Die Impfquote ist desaströs. Also ich versuche auch immer zu werben, bitte lasst euch impfen. Und jetzt haben wir den Salat, weil so wenig, weil die Impfquote so gering ist und die Inzidenz so hoch. Konnte man nicht anders als zu sagen, Fußballspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also das Spiel geht übrigens aus 3-1 für RB. Da ist der Wunsch Vater des Gedankens, mein Lieber. Guido, wunderbar. Aus dem Hotelzimmer in Brügge noch einmal vielen Dank und viel Bitte, Spaß, bitte. Guido. Danke auch. Grüße. Zurück zu dir, Marcel. Am Samstag steht ein faszinierendes Spiel an. Immer wieder gerne genommen, das Rheinische Derby. Köln gegen Gladbach. Beide Vereine haben 100.000 Fans, 100.000 eingeschriebene Mitglieder. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer und haben unglaublich viele Anhänger in ganz Deutschland. Also eine Partie, die alle elektrisiert. Wie gehen wir daran? Ja, vielleicht erst mal mit einer interessanten Statistik, denn ja, obwohl es sich um ein Derby handelt, wo man ja meist so ein bisschen davon ausgehen kann, dass auch auf dem Platz sehr, sehr viele Emotionen ja, von den Spielern preisgegeben werden, gab es tatsächlich in der ganzen Bundesliga-Historie zwischen diesen beiden Mannschaften erst 4 Platzverweise. Ja, das ist gar nichts, sage ich ganz ehrlich. Das ist überraschend wenig. Du Ja. meinst, das ist gar kein richtiges Derby, das ist ein Fake-Derby. Ich glaube, zwischen den Fans ist es mehr Derby als auf dem Platz mittlerweile, auch wenn ich mich damit vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehne. Aber ja, Köln zu Hause noch ungeschlagen in der laufenden Saison. Ja, auch gegen Mainz haben sie wieder meiner Meinung nach eine starke Leistung gezeigt. Sie waren näher dran an dem Sieg gegen Mainz als die Hausherren. Ja, Gladbach aber schon in einer guten Verfassung, muss man sagen. 14 Punkte aus den letzten 7 Spielen, das ist auf jeden Fall ja, aller Ehren wert. Sie haben sich da so ein bisschen aus der eigenen Krise herausgezogen. Deswegen tue ich mir schwer damit, auf einen Gewinner zu wetten, ja, weil einfach viel passieren kann. Ja, vielleicht liegen die leichten Qualitätsvorteile bei den Gladbachern, die Kölner aber mit ihrer Mentalität, mit ihrer Moral nie zu unterschätzen. Ich gehe aber tatsächlich von einem Spiel aus mit einigen Toren, ja, weil beide Mannschaften wirklich eine gute Qualität nach vorne haben und auch munter nach vorne spielen. Deswegen sage ich hier zu einer attraktiven Quote von 1,60, dass mindestens 3 Tore fallen. Danke, Marcel. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt mal jemanden ankündigen, der als Mr. Rheinisches Derby gelten kann, nämlich Toni Polster, ein Wiener, der für beide getroffen hat und sich überall in den Vordergrund spielen konnte. Ich freue mich, dass wir den Jahrhunderttorschützen der Österreicher bei uns haben. Toni, wie geht's dir? Hallo, ja, mir geht's gut, alles in Ordnung. Ja. Bin sehr glücklich, für ein glückliches, schönes Leben und bin nach wie vor mit dem Fußball sehr, sehr verbunden, als Trainer von Wiener Viktoria und natürlich auch im Fernsehen, ja, als Experte und so weiter. Ich habe fast täglich eine Kolumne für die Österreich-Zeitung und macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Du bist gerade am Flughafen in Köln gelandet, weil du gleich eine Show hast, aber wir sprechen natürlich über das Rheinische Derby. Wie hast du es eigentlich geschafft, Publikumsliebling sowohl beim 1. FC Köln zu sein, als auch bei Borussia Mönchengladbach? Das hat keiner vorher geschafft. Ja, das weiß ich nicht. Jetzt, vielleicht, weil ich so bin, wie ich bin, aber für mich war das eigentlich nie so ein Thema. Also ich habe, als ich beim FC gespielt habe, Gladbach nicht gehasst und umgekehrt genauso nicht. Also im Gegenteil, ich habe mich gefreut, dass das Auswärtsspiel nicht so weit weg ist und dass immer eine tolle Stimmung herrscht, viele Leute kommen. Und dass das immer besondere Spiele sind. Was hast du denn noch in Erinnerung? Welche Anekdote oder welche Geschichte aus diesem Derby ist dir noch eingebrannt? Naja, anfangs hatten wir es schwer. Da hat Hans-Peter Winhof meistens
ein, zwei Tore gemacht, richtig schwierig vorbereitet. Danach haben wir sehr, sehr viel gewonnen mit dem ersten Köln und dann natürlich erinnere ich mich an den Derby in der zweiten Liga in Gladbach, wo wir den Rückstand noch gedreht haben, noch mit einem Tor von den FC besiegt haben. Und jetzt noch schnell, ganz schnell ein Tipp für das Spiel jetzt am Wochenende. Köln Gastgeber. Ich tue mich immer so schwer, weil ich meine Mannschaft sehr, sehr gern habe. Und vielleicht ist Köln ganz gut drauf und vielleicht leichter Favorit. Aber Gladbach ist im Aufwärtstrend und von daher tippe ich auf ein 2-2 und alle sind hoffentlich glücklich, wenn sie ein tolles Spiel sehen. Toni, nochmal herzlichen Dank, dass du kurz Zeit für uns hattest am Flughafen in Köln. Und wir wünschen dir weiter eine gute Zeit und bleib so ein toller Kerl, wie du bist. Danke nochmal. Dankeschön. Grüße. Ja, ciao. Marcel, machen wir weiter mit dem Thema Wolfsburg gegen Dortmund. Wolfsburg verloren in der Champions League. Der BVB bis auf einen Punkt ran an die Bayern. Setzen die sich jetzt weiter durch, die Dortmunder? Dir dürfte das ja auch nicht ungelegen kommen. Definitiv. Wenn man nach der Statistik geht, dann auf jeden Fall. Ich glaube, die Dortmunder sind einer der größten Angstgegner der Wolfsburger. Wenn ich da mal auf die Statistik schaue, aus den letzten 12 Spielen, die Wolfsburg in der Bundesliga gegen Dortmund absolviert hat, haben sie gerade mal einen Punkt geholt. Ja, das heißt, sie haben wirklich keines der letzten 12 Spiele gegen Dortmund gewonnen. Gleichzeitig haben sie die letzten 6 direkten Duelle sogar verloren. Das heißt, wirklich hier kann die Bezeichnung Angstgegner definitiv mal Anwendung finden. Ja, das ist auf jeden Fall der Grund, weshalb ich davon ausgehe, dass Dortmund das Spiel auch nicht verlieren wird. Ja, weil aber die Quote für die doppelte Chance x2 ja noch nicht so zufriedenstellend für mich war, kombiniere ich das Ganze mit dem unter 3,5. Ja, wir haben jetzt die letzten Wochen immer schon besprochen, dass Dortmund nicht diese Offensivpower hat ohne Haaland. Sie schießen nicht mehr 3, 4, 5 Tore im Spiel, sondern ja, so 1, 2. Das hat jetzt gegen Stuttgart auch nochmal gereicht. Aber dafür sind sie defensiv ein Stück weit stabiler geworden. Ja, das muss man auch sagen. Deswegen, ja, ich kombiniere die beiden Tipps. Doppelte Chance x2, das heißt, Dortmund holt mindestens einen Punkt mit dem Zusatz, dass maximal 3 Tore fallen und dafür finden wir eine attraktive Quote von 2,05. Marcel, die restlichen Begegnungen im Schnelldurchlauf. Es beginnt am Freitag mit Stuttgart gegen Mainz. Ja, die Stuttgarter mittlerweile schon seit 5 Spielen sieglos. Die Hoffnungsträger kommen jetzt aber langsam zurück. Das sind nämlich fast ausschließlich verletzte Spieler, die jetzt aber langsam wieder in den Kader zurückkehren, auch vielleicht sogar in die Startelf zurückkehren. Das heißt, könnte mir vorstellen, dass die Stuttgarter so einen kleinen Aufwärtstrend jetzt zeigen gegen Mainz. Allgemein gehe ich aber davon aus, dass beide Mannschaften ein Tor erzielen werden und sage deshalb, beide treffen 1:66. Augsburg mit einer Boosterimpfung gegen Bayern, da haben sie gewonnen. Also die reisen jetzt mit unglaublichem Rückenwind in die Hauptstadt zur Hertha. Holen die da was? Ja, Carsten, wenn sie die gleiche Laufleistung an den Tag legen wie gegen die Bayern, sie haben 124 Kilometer abgeschrubbt. Ja, das muss man wirklich sagen, das ist der höchste Wert in der gesamten Bundesliga-Saison. Das heißt, vom Einsatz her war es eine absolute Top-Leistung. Ja, auch taktisch muss ich sagen, Augsburg hat das wirklich gut gemacht gegen die Bayern. Jetzt wird es natürlich ein ganz anderes Spiel. Ja, auswärts in Berlin können sie sich nicht mehr ausschließlich hinten reinstellen. Sie müssen wieder mehr mit Ball machen. Das liegt ihnen nicht wirklich. Dazu muss man sagen, Carsten, die letzten 6 Bayern-Bezwinger haben das darauffolgende Spiel immer verloren. So, das sagt mir, dass ein Tipp auf die Hertha zu einer Quote von 2:10 auf jeden Fall angebracht ist. Bochum gegen Freiburg. Bochum unglücklich verloren in Leverkusen, muss man schon sagen. Freiburg, die zweite Saisonniederlage. Haben die jetzt einen Einbruch? Glaubst du das? Kann tatsächlich sein. Ich glaube, dass die Freiburger trotzdem gute Leistung gezeigt haben gegen die Bayern und auch gegen Frankfurt. Aber so dieser letzte Quäntchen Spielglück war nicht mehr da. Bochum, muss man sagen, 4 der 5 Heimspiele zu 0 gespielt. Das heißt, da läuft es defensiv richtig gut. Und das ist auch der Grund, warum ich auf das unter 2,5 gehe, zu einer Quote von 1,94. Die immer noch sieglosen Fürther. Das ist ja schon eigentlich bemitleidenswert. Gegen Hoffenheim, die auswärts irgendwie überhaupt nicht auf die Füße kommen.
Ja, führt mittlerweile 22 Heimspiele. Ja, in zwei Bundesliga-Saisons haben sie 22 Heimspiele absolviert und noch nie gewonnen. Also es ist schon wirklich, wie du sagst, bemitleidenswert. Das ist ja auch ein Stück weit traurig für alle Fans der Franken. Ja, ich sage trotzdem, dass sie zumindest eine gute erste Halbzeit spielen. Das haben sie in dieser Saison schon öfter gezeigt, dass sie 45 Minuten lang eigentlich ganz gut mithalten können. Dazu kommt die von dir schon angesprochene Auswärtsschwäche der Hoffenheimer, ja, die sich insofern beziffern lässt, dass sie nur einen Punkt geholt haben aus den letzten 5 Auswärtsspielen. Deswegen sage ich doppelte Chance 1x, aber nur in der ersten Halbzeit. Das heißt, Fürth liegt zur Halbzeit nicht hinten. Quote 1,70. Übrigens nochmal der Hinweis für euch, unser Spiel, der Predictor, den solltet ihr auf jeden Fall mitmachen, denn da könnt ihr ohne Einsatz 150 Euro am Wochenende gewinnen. Dann kommen die Bayern. Die Bayern gegen Bielefeld. Ja, da geht es wahrscheinlich nur darum, gewinnen sie jetzt 3, 4, 5, 0. Wie können wir das einordnen? Ja, das könnte man meinen. Man darf aber nicht vergessen, personell sieht es bei den Bayern momentan nicht so rosig aus. Ja, also ich sag mal, in der Champions League saßen einige Spieler auf der Bank, die sich sicherlich gefreut haben, dass sie mal auf der Bank sitzen, was aber relativ unwahrscheinlich ist, wenn alle Spieler fit sind. Ja, durch die Quarantäne, durch die ganzen Nebenkriegsschauplätze haben sich die Bayern jetzt auch in den letzten Spielen nicht überzeugt. Deswegen, ja, es ist gewagt, aber ich sage, ich gehe auf die Bielefelder, natürlich nicht auf den Sieg und natürlich auch nicht auf den Unentschieden, sondern ich sage, dass Bielefeld mit maximal 3 Toren Unterschied verliert. Ja, das heißt ein 3-0, 4-1, 5-2 wäre alles möglich. Dafür kriegen wir eine 1,55. Wer noch ein bisschen mehr ins Risiko gehen will, kann auf Bielefeld Handicap plus 3 gehen. Das heißt maximal 2 Tore Unterschied, die Niederlage. Und dann bekommt man schon eine Quote von 2,20. Marcel, hast du schon Skiwachs im Keller? Oh, Carsten, ich müsste mal gucken, aber ich glaube, Skiwachs habe ich unten noch stehen, nur mein Gewehr, ist ja nicht mehr auffindbar. Musst du finden, das muss nämlich auch geölt werden. Biathlon steht an, die Biathlon-Saison geht los an diesem Wochenende. Ausführliche Informationen dazu bei uns bei der Wettbasis. So, dann haben wir noch ein Spiel, und zwar das Spiel Frankfurt gegen Union. Ja, Union Berlin, muss man sagen, sind so gut gestartet wie noch nie in die Bundesliga. Sie haben schon 20 Punkte auf dem Konto. Letzte Woche der Sieg im Hauptstadtderby. Das heißt, da läuft es richtig rund. Aber auch die Frankfurter, ja, leichte Aufwärtstendenz muss man auf jeden Fall ihnen attestieren. Und was man natürlich auf jeden Fall berücksichtigen muss in dem Spiel ist, der Donnerstag in der Europa- bzw. Conference League, Frankfurt Heimspiel, Union Berlin in Israel. Ja, keine einfache Reise mit den ganzen Bedingungen, die aktuell vorherrschen. Deswegen würde ich hier tatsächlich sagen, Draw no bet 1, das heißt unentschieden Einsatz zurück, aber Frankfurt könnte das Spiel gewinnen. Super, Marcel, hier nochmal alles in der Übersicht, was wir heute hier getippt haben, was Marcel uns an Angeboten gemacht hat. Vielen Dank dafür und euch ein schönes Wochenende und viel Erfolg. Und ihr wisst, auch die zweite Bundesliga bedienen wir gerne mit einem Video. Viel Erfolg. Tschüss.